Das Herstellen von Briketts geht in drei Schritten. Der erste Schritt: Papier, Karton oder Holzspäne oder ähnliches aufbreiten und zerkleinern. Für das Zerkleinern benutze ich meinen Schredder. Der macht das in sehr kleine Stücke, wie ihr sehen könnt. Ich werde eine Presse in 3D-Druck herstellen, die bis auf eine Stange komplett in 3D gedruckt wird. Die wird aus TPU hergestellt. Wenn euch das interessiert, schreibt mir einen Kommentar. Wenn es genügend Interessenten gibt, werde ich über die Produktion ein Video machen. In 10 Minuten habe ich die Kartons von 2 Wochen geschreddert. Wie ihr gleich sehen könnt, schafft mein Schredder auch nicht alles. Wenn es zu dick ist, bleibt er einfach stehen. Nun zeige ich euch einmal, was mein Schredder aus dem Karton und Papier gemacht hat. Je kleiner die Stücke sind, desto schneller kann man sie einweichen. Nun kommt Schritt 2. Alles einweichen mit viel Wasser und gut umrühren. Zum Umrühren habe ich mir ein altes Sägeblatt auf eine Gewindestange geschraubt und mit einer Bohrmaschine geht es dann schneller. Damit das alles gut mischbar wird, braucht es viel Wasser. Das Mischen braucht einiges an Zeit, aber wenn es nicht gut gemischt ist, lässt es sich auch nicht gut pressen. Auf diesen 20 Liter Eimer brauche ich ungefähr 10 Liter Wasser, um eine gute Mischung hinzubekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wenn Fragen oder Ideen da sind, schreibt sie einfach in die Kommentare.